kurze Update, liebe Sportfreunde, Fußballfreunde. So, letzte Woche haben wir ja Spiel gehabt gegen Bermatingen, in Bermatingen. Haben wir leider mit 0:1 verloren, obwohl wir am Drücken waren, beziehungsweise ja, wir haben das Ding einfach nicht reingemacht. Und wenn du das Ding nicht reinmachst, wirst du halt hinten bestraft. Und dann haben wir auch noch 2 rote Karte und dann war das fertig. Das Spiel war dann sozusagen fertig. Ja, und jetzt spielen wir am Samstag, also morgen, gegen FAL. Und unser erstes Heimspiel. Aber davor hatten wir noch ein Pokalspiel am Donnerstag. War das? Oder Mittwoch war das? Mittwoch. Mittwoch, okay, Mittwoch. Ja, vorgestern. Mittwoch. Gegen Ilmensee, Heiligenberg, SG Heiligenberg-Ilmensee. Da haben wir auch gut mitgespielt gegen einen Kreisligist. Kreisliga A-Mannschaft. Ja, bist du dann in der 20-30. Minute oder so in Führung gegen 1-0. Dann haben wir dann 1-1 gemacht. Dann haben wir TuS Meersburg, das 2-1 gemacht. 2-1. Und irgendwie haben wir den Scheißball einfach nicht wegbekommen. Dann wurden wir hinten natürlich bestraft. Dann haben sie das 2-2 gemacht, dann waren sie voll motiviert. Und dann irgendwann mal in der 85. Minute haben sie das 3-2 gemacht. Und so kamen wir natürlich. Schade halt, wie gesagt, so haben wir das Spiel dann verloren. Ich fand es schade, weil Chancen waren da und das Ding nach Hause zu schaukeln, wie man sagt. Aber naja, das war Pokalspiel, das war sozusagen nicht so wichtig. Es wäre schon geil, nächste Runde zu kommen. Aber naja, nächstes Jahr. Und ja, wie gesagt, jetzt am Samstagmorgen spielen wir gegen FAL. Und in der Beschreibung, Link, könnt ihr dann nachschauen. Fußball.de oder die einzelne Mannschaft könnt ihr anklicken. Und bis dahin, bleibt sauber. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, ist es höchste Zeit. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr immer auf den Laufenden sein, falls ich neue Videos oder neue Livestream mache. Okay, bis dahin, euer Dong Randy, denn ich gehe jetzt ins Training. See ya, bye bye.